Herr Dr. Busek, vielen herzlichen Dank für die Bereitschaft, dass Sie uns Fragen beantworten zum Thema 20 Jahre Österreich in der Europäischen Union. Sie waren in der Zeit von 1991 bis 1995 Vizekanzler. Das war genau die Zeit während der Beitrittsverhandlungen. Was erinnert Sie noch an die Beitrittsverhandlungen Österreichs zur Europäischen Union? Es gab zwei bewegende Fragen. Frage Nummer eins, berücksichtigen wir alles, was wir tun müssen, um die Bedingungen zu erfüllen. Es war das Gesetzeswerk von damals ja immer begleitet mit Bemerkungen, wie EU-konform ist die Angelegenheit und machen wir das alles. Das war die eine Frage von der sachlichen Seite her. Und die zweite war die Frage, bringen wir es in der Öffentlichkeit durch? Denn die Ausgangslage war nicht so, dass wir eine brüllende Mehrheit für EU-Mitgliedschaft hatten, sondern im Gegenteil, die Österreicher sind traditionelle Bedenkenträger und die Summe der Bedenken war in Wirklichkeit sehr groß, sehr gruppenspezifisch. Jeder hat für seinen Bereich geschaut, was da eigentlich der Nachteil ist. Und wir haben ja das Talent, die Nachteile zuerst zu erkennen, bevor wir die Vorteile wissen. Und das hat hier eine sehr starke Rolle gespielt. Und wenn Sie jetzt die 20 Jahre der österreichischen Mitgliedschaft in der EU Revue passieren lassen, zu welchen Ergebnissen kommen Sie? Vorteile, Nachteile? Also zunächst möchte ich sagen, dass es eigentlich ein großer Erfolg ist. Man muss der Ordnung halber dazu sagen, verbunden mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Also von der wirtschaftlichen Seite und von der Positionierung Österreichs hat uns das alles sehr geholfen. Der Fall des Eisernen Vorhangs hat andere Bedingungen geschaffen, die wir als EU-Mitglied und auch aus der eigenen österreichischen Stärke heraus eigentlich sehr gut genutzt haben, was überhaupt nicht in Österreich registriert oder akzeptiert wird, sondern da gibt es ein bisschen so die Einstellung, das ist eigentlich selbstverständlich, das steht uns zu. Das gilt insbesondere auch für die wirtschaftlichen Erfolge, die existiert und bei all den Schwierigkeiten, die wir heute haben, wir leben immer noch davon. Also wir könnten nicht davon reden, wir sind die dritt- oder viertstärksten oder ähnliches, wenn es das alles nicht gegeben hätte. Die Feststellungen von Untersuchungen, dass wir einer der großen Gewinner des EU-Beitrittes sind, stimmt. Das ist uns offensichtlich irgendwie unangenehm. Also wir hätten, glaube ich, die Sehnsucht, dass irgendwie schlechter wäre oder so irgendetwas. Das ist eine Art Austromasochismus, der in diesem Land eine große Tradition hat. Es gibt eine Sache, die wir nicht geschafft haben, weil wir uns gar nicht angestrengt haben, nämlich uns innerhalb der Europäischen Union quasi zu positionieren, wofür wir stehen. Wir hätten innerhalb der EU und angesichts von 28 Mitgliedstaaten und vielleicht demnächst auch mehr noch, wäre es notwendig, dass wir eine Art Gruppenbildung machen, zum Beispiel der kleineren oder eine mitteleuropäische Gruppenbildung, weil das Staaten sind alle ungefähr in dem gleichen Format wie wir, das gemeinsam zu tun und hier können wir uns nicht entschließen. In dem Zusammenhang gibt es auch etwas festzustellen, die Österreicher sind eigentlich immer noch sehr stark verfangen oder besser gesagt die Politik in der Ost-West-Teilung des Kontinents. Mhm. Sozusagen mit Osten wollen wir nichts zu tun haben. Das war todsicher richtig bis 1989, aber ist heute falsch, weil wir hier gemeinsame Situationen haben, die einfach ein Handeln hier verlangen. Und hier präsent zu sein im entsprechenden Ausmaß ist uns nicht gelungen. Was uns nicht gelungen ist, ist auch die Tatsache, dass wir Kultur innerhalb der Europäischen Union nicht so richtig zu einem Thema gemacht haben. Es ist keine EU-Kompetenz, das muss gesagt werden, aber das, was Europa eigentlich macht, wenn man davon redet, Identität Europas, das Narrativ Europa, dann ist das wesentlich mit Kultur verbunden und das ist wesentlich mit Österreich verbunden. Wir haben uns in einer gewissen Zeit immer scheu beschrieben als eine Kulturnation, weil wir uns mit dem Nationsbegriff generell ein bisschen schwer tun. Was gar nicht schlecht ist, im Gegenteil, ich begrüße das, aber da merkt man, da funktioniert es letztlich nicht ganz. Und das geht dann weiter überhaupt in die Frage der Nachbarschaftspolitik. Also wir haben lange gebraucht, bis wir die Probleme mit dem Nachbar Slowenien, ex-Kärnten, hier irgendwo bewältigt haben. Und im Moment ist gegenüber Ungarn eigentlich Schweigen angesagt, was ich für einen Fehler halte. Gerade angesichts der Situation in Ungarn müssten wir uns sehr engagieren, weil das sind Nachbarn, auch mit einer tiefen Tradition. Da gibt es das Emotionale, Österreich, Ungarn, die stehen uns sozusagen so neu historisch, aber das landet dann bei der Kaiserin Sisi und eigentlich nicht bei der Tatsache der Nachbarschaft. Also das müsste also irgendwie stärker dargestellt werden. Und der dritte Punkt, der war nicht aktuell, wie wir beigetreten sind, aber der nach 20 Jahren immer aktuell wird, ist die Tatsache,
dass wir Europäer 7% der Weltbevölkerung sind, gerade noch ein bisschen über 20% der Wirtschaftskraft. Und die Frage der Mobilisierung, wofür steht Europa im globalen Kontext, eigentlich nicht weiter verfolgt würde. Wir haben Gott sei Dank wieder eine aktive Außenpolitik, aber ich glaube, wir sollten uns hier auch Projekte heraussuchen, wo wir uns besonders engagieren und für die wir stehen, innerhalb der Europäischen Union und auch nach außen. Sie haben vom österreichischen Masochismus gesprochen. Irgendwie kommt denn die ganze Geschichte um die Sanktionen den Österreicherinnen und Österreichern sehr nahe. Wie sehen Sie jetzt im Rückblick die Sanktionspolitik der Europäischen Union? Ja, eigentlich war es keine Sanktionspolitik der Europäischen Union, das muss man immer wiederholen, sondern es war eine Sanktionspolitik von 14 Mitgliedstaaten und Regierungen. Die EU in ihren Institutionen selber hat die Sanktionen immer abgelehnt. Das muss unbedingt festgehalten werden. In Wahrheit war es ein Art Isolationsversuch einer einseitigen politischen Ausrichtung unter den Mitgliedstaaten auch und hat letztlich das Problem nicht gelöst. Im Gegenteil, wenn Sie heute noch Gruppen, die europakritisch sind oder vielleicht auch ein bisschen zu weit rechts, die haben ja in Wirklichkeit zugenommen. Und das Problem, das wir hatten, damals und ein bisschen auch heute noch, haben die anderen längst. Also das sei auch deutlich gesagt. Komischerweise gibt es darüber keine Diskussion. Nicht in Österreich und nicht in Europa. Wie wollen wir ja dann im Nachhinein, denn im Vertrag von Nizza diesen Frühwarnmechanismus ja installiert hat in den Vertrag, nicht? Aber da hört man jetzt gar nichts mehr. Es ist keine Diskussion. Es war. Das wäre angesichts von Ungarn angebracht. Ne? Richtig, ja. Und hat nicht stattgefunden. Ja. Also die Frage beantwortet sich durch sich selbst. Genau, ja. Sie waren nach Ihrem Ausscheiden aus der Regierungspolitik dann als, ich bezeichne es, Fulltime-Europäer tätig. Sie waren Regierungsbeauftragter unter anderem. Was kann man sich darunter vorstellen? Hier hat die EU an den Kriegen, die es im Balkan beim Zerfall von Jugoslawien und in Folge gegeben hat, gelernt, dass sie Krisenmanagement machen muss. Ursprünglich haben dort die Amerikaner begonnen, beim Zerfall von Jugoslawien darauf Wert zu legen, dass die neu entstandenen Staaten kooperieren. Eine völlig richtige Überlegung. Nach dem Dayton Agreement hat es begonnen. Und da muss ich sagen, und hier muss ich Joschka Fischer loben, der hat die Idee gehabt, das müssen wir Europäer eigentlich selber machen. Und das ist eine faszinierende Aufgabe. Das könnte die EU heute noch mehr betreiben. Ich glaube, dass der Stabilitätspakt ein gutes Instrument war. Wir haben auch daraus das sogenannte Regional Cooperation Council hier entwickelt, das in Sarajevo tätig ist. Wir würden das heute dringend brauchen, auch zum Beispiel gegenüber Südeuropa. Südeuropa hat an sich ein beachtliches Problem, also der Streifen von Portugal, Spanien, Süditalien, Griechenland, Serbien, Mazedonien und so weiter. Hier würden wir ein aktiveres Krisenmanagement brauchen, das nicht die Länder nur sich selbst besorgen können und müssen, sondern dass wir Europäer hier zu tun haben. Warum? Hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und dann natürlich geografisch oder geopolitisch gesehen ein ganz kritischer Bereich, weil das in das Mittelmeer hineingeht, dort haben sie den gescheiterten arabischen Frühling und alle diese Dinge, beginnender Terrorismus, die Migrationswelle, Lampedusa als Symbol oder die Zäune von Ceuta und Melilla in Marokko und ähnliches, das müsste etwas stärker entwickelt werden. Aber da haben Sie natürlich das mangelnde Talent der Mitgliedstaaten, mit dem umzugehen. Sie merken das an der Frage der Flüchtlingsquoten, die heftig diskutiert werden. Da müssen die Europäer lernen, Europäer zu sein. Denn das, was Europa ausgezeichnet hat und in der Geschichte hat es immer daraus gewonnen, in der Lage zu sein, aufzunehmen und Partner zu haben. Die Vorstellung von Fortress Europe, also die Festung Europa, ist falsch und ist uneuropäisch. Das ist nicht nur provinziell, das ist ja fast ein Lobeswort, sondern ist einfach sowas von mangelndem europäischen Geist, man kann es Ärger nicht sagen. Jacques Delors hat gesagt, wir brauchen eine Seele, Europa braucht eine Seele, a soul for Europe. Wie kann man diesem Europa eine Seele einhauchen? Ich glaube, man muss das Jacques Delors-Zitat zur Gänze sagen, weil es eine Aussagekraft hat. Er hat im ersten Teil gesagt, einen Binnenmarkt kann man nicht lieben. Da hat er recht, der ist notwendig, aber nicht sexy. Das ist sozusagen einfach eine logische Folge und das gilt auch bei allen Schwierigkeiten und Kritikpunkten für TTIP, also sozusagen die Erweiterung hier in Zukunft. Und Europa eine Seele geben, hat er den Inhalt Europas gemeint, den zu beschreiben.
Da ist es natürlich so, dass es dafür keine Kompetenzen gibt. Da ist die Politik überfordert, da ist aber die zivile Gesellschaft gefordert. Mhm. Die muss ja mehr tun, nicht nur die Universitäten und die Intellektuellen und die Künstler und so weiter. Das ist eine allgemeine Befindlichkeit. Und da ist die Schwäche der Kompetenzsituation, denn die entscheidenden Dinge dafür, wie die Kultur, aber auch die Bildungsfrage, sind keine europäische Zuständigkeit. Also daraus kann Europa nicht entstehen, weil da der Provinzialismus festgeschrieben ist. Hier brauchen wir entschieden eine Diskussion, wer hier zuständig ist. Es gibt natürlich manche, die sagen, wenn Europa für was nicht zuständig ist, ist immer besser für die Sache und es entsteht vielleicht. Kann auch sein. Aber was hier sein muss, ist nicht die Kompetenzdiskussion, sondern einfach das Engagement in diese Richtung. Denn die Frage muss gestellt werden, was begeistert uns an Europa? Für meine Generation war es die längste Zeit das Friedensprojekt, aus dem Erleben des Zweiten Weltkrieges und des Ersten Weltkrieges natürlich. Das hält heute nicht ganz. Wir bekommen eine Sicherheitsfrage, schmerzvollerweise. Aber wofür Europa steht und was der Beitrag ist global, ist ganz entscheidend. Denn wir müssen ja wissen, für dieses Europa, wir haben keine Bodenschätze und wir haben kein Öl und was weiß ich was. Was wir haben, ist eigentlich nur das Hirn und das Herz. Haben wir die richtigen Instrumente, Hirn und Herz von Europa entsprechend zu mobilisieren? Die Frage müssen wir beantworten. Sie haben Joschka Fischer schon erwähnt. Joschka Fischer hat an der Humboldt-Universität 2000 die Finalität des europäischen Integrationsprozesses wieder mal angesprochen. Jetzt 15 Jahre hört man nicht wirklich etwas. Wo sehen Sie die Finalität des europäischen Integrationsprozesses? Ist das auch die Beantwortung der Frage von einem Staatenverbund hin zu einem Bundesstaat oder ist es einfach ein Gebilde sui generis, die europäischen? Das ist mir eigentlich wurscht, ob Bundesstaat oder Gebilde sui generis, es muss aktionsfähig sein. Mhm. Also wir Europäer sind hier wirklich gefordert, entsprechende Aktionen zu setzen, auch auf Gebieten, die uns nicht sehr sympathisch sind, jedenfalls mir nicht, das ist die Sicherheitsfrage. Das Problem gibt es sicher und es ist ganz unangenehm, das sagen zu müssen. Aber wenn ich verfolge, dass traditionelle neutrale Staaten wie Schweden und Finnland jetzt daran denken, der NATO beizutreten oder aufzurüsten, da hat es was. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Ich bin nicht fürs Aufrüsten. Ich glaube, wir müssten die Aktivität aufrüsten. Also da ist, muss man ganz offen sagen, eigentlich die Russland-Frage und nicht die Ukraine-Frage die vordringliche. Wir müssten um jeden Preis versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Also telefonieren von Angela Merkel mit Putin genügt allein nicht. Mhm. Wir müssen uns alle selber die Frage stellen, mit wem telefonieren wir in Russland? Mhm. Also wo stellen wir hier Verbindungen her? Und es gibt ja nicht zuletzt durch Kunst und Kultur eine enge Bindung der Russen nach Europa. Das spielt ja eine ganz große Rolle. Das zu mobilisieren ist unendlich wichtig. Ein bisschen versuchen es die Österreicher gerade bei den Wiener Festwochen oder bei den Salzburger Festspielen ist es beabsichtigt. Das ist natürlich auf einer bestimmten Ebene. Wir brauchen das mit Sicherheit breiter. Und abschließend, Sie haben es ja schon immer wiederum in der Beantwortung der Frage erwähnt. Wo sehen Sie die Herausforderungen für eine zukünftige EU-Politik, auch mit der österreichischen Perspektive, vielleicht zusammenfassend? Ich wiederhole die Positionierung Europas in der Welt. Globalisierung ist eine Wirklichkeit, die kann man nicht abschaffen, die passiert uns, über die stolpern wir hier jeden Tag. Und die Rolle Europas zu beschreiben und alle die Talente und Gaben und Schätze, die wir haben, letztlich dafür zu mobilisieren. Und einmal mehr, und gerade meine Generation schmerzt das sagen zu müssen, sicherzustellen, dass wir Frieden haben. Der Friede ist ja eine ganz entscheidende Herausforderung, verbunden mit einer Zukunft der jungen Generation. Die Arbeitslosenzahlen in Verbindung mit den Migrationszahlen machen mir große Sorgen. Das ist die eigentliche europäische Herausforderung heute zur Situation. Hier geschieht entschieden zu wenig und außer Katastrophenmitteilungen passiert hier nicht genug. Es ist eine Frage der entsprechenden Einstellung und das hat wieder zur Voraussetzung, wer sind unsere Nachbarn? Wie schauen die Relationen dazu aus? Und das ist an sich zu wenig aktiv. Ich habe den Verdacht, dass wir Europäer das Ganze immer noch abendlandmäßig oder okzidental verstehen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass auch in der Tradition des alten Imperium Romanum und wo die Griechen zu Hause waren, hier der Orient ein Bereich ist, der für Europa ganz wichtig ist. Ein bisschen haben wir die Einstellung sozusagen, ja, wir fragen uns,
ob Ex-Oriente Lux, also wirklich dort das Licht kommt, da sind wir uns nicht ganz sicher. Und unsere Antwort ist Ex-Occidente Luxus, also aus dem Westen der Luxus. Das kann es nicht sein. Also hier muss es einen aktiven Prozess geben, der hier die gemeinsame Gestaltung Europas herausbringt. Wir sind vor einer säkularen Herausforderung. Das muss wirklich begriffen werden. Und das ist kein Schreckgespenst, sondern lassen Sie mich sagen, das ist eigentlich wunderschön, diese Herausforderung zu haben. Das ist irrsinnig spannend, wie hier die gemeinsame Zukunft ausschaut, und da ist eine Menge drin. Nur machen müssen wir es. Das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön fürs Gespräch, Herr Dr. Busek.